Genau. Ja, also, dann gehe ich mal davon aus, ihr hört und seht mich und wir fangen einfach an. Und zwar haben wir heute wieder gedacht, eben einfach ein bisschen Zusatzgewichte. Ich nehme meine 2 Flaschen Wasser. Ihr könnt aber auch eine Einkaufstasche, wieder einfach so eine Baumwolltasche füllen, 2-3 Päckle Nudeln reinpacken oder sowas. Oder irgendwas, das sich gut dosen, das sich gut reinpacken lässt. Und dann kann man das auch damit machen. Damit kann man es ein bisschen schwerer, finde ich, machen, so wie wir es letzte Woche auch getestet haben. Wie jetzt rein mit den Wasserflaschen. Oder wenn jetzt natürlich einer, keine Ahnung, 2 Sets Hanteln zu Hause hat, dann kann man da noch ein bisschen variieren. Genau. Ja, und zwar wartet heute auf uns, warten heute auf uns 10 Übungen, also einiges. Und wir machen diese 10 Übungen erstmal vollständig durch, 40 Sekunden pro Übung. Wiederholen die dann so, dass wir insgesamt 4 Runden gemacht haben, also einmal durch. Da haben wir bestimmt auch ein bisschen längere Pausen in der ersten Runde, weil ich euch dann einfach die Übungen direkt dann erkläre. Und in den nächsten 3 Runden sind wir dann ein bisschen zügiger unterwegs, machen kurze Pausen. Ziel wäre wirklich nur 10 Sekunden Wechselpause und schon geht's weiter. Genau. Ja, zusammen aufwärmen jetzt und dann passt es. Gut, dann fangen wir im Stehen einfach an. Gut. Also falls irgendwas wäre, ihr schreibt einfach. Ansonsten gehe ich immer davon aus, alles läuft. Wir stellen uns mit den Füßen ein bisschen breiter wie die Hüfte, neigen uns einmal nach vorne, Rücken lang und gerade und schwingen die Arme in so einem Achter, in der Acht einfach mal entlang, schwingen locker aus. Vielleicht hat der ein oder andere auch ein bisschen gesportelt die letzten Tage und schwingt noch so ein bisschen Muskelkater raus. Mal schauen. Mal die Richtung wechseln. Und versuchen, Rücken lang und gerade zu lassen. Wenn ihr euch wo sehen könnt, irgendwo im Spiegel oder im Glas, dann könnt ihr euch gut korrigieren. Nochmal 3, 2, 1 und gut. Einmal wieder aufrichten. Nehmt euch ein bisschen Platz nach rechts und nach links. Und dann gehen wir mit dem rechten Bein hinten links rum. Wir setzen uns einmal tief, das vordere Bein am besten über dem Fuß beugen. Wieder in die Mitte zurück und andere Seite tief. Einmal kreuzen, tief und wieder kreuzen und tief. Schauen wir, dass wir das Knie nicht richtig mitdrehen. Das vordere gut kontrolliert über dem Fuß halten. Und nochmal ein paar. Nochmal ordentlich beugen. Und so ein bisschen die Oberschenkel und den Po warm bekommen. Und nochmal 10. Und 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Wir gehen in den breiteren Stand, Grätsche. Einmal nach vorne und unten runterlassen. Und dann tippeln wir einfach mal zum rechten Fuß, tippeln zum linken Fuß. Tippeln nach rechts und wieder tipp, tipp, tipp nach links. Die Beine lassen wir gestreckt und ziehen uns immer sogar noch ein bisschen rüber. Machen die Rückseiten langsam beweglich. Und auch hier nochmal ein paar Mal. Nochmal 7 und 5, 3, 2, 1 und gut. In der Mitte wieder auffangen, hochkommen, aufrollen, Beine zusammenholen, einmal unter die Hüfte und dann machen wir Good Mornings. Wir machen die Arme an die Seite in so einem U und die Brust richtig raus. Dann neigen wir uns nach vorne, beugen die Knie, Brust bleibt weit und richten uns wieder auf, Po anspannen. Vorbeugen, aufrichten. Wieder etwas zügiger hoch und in Ruhe nach unten, sodass wir wirklich den Rücken lang und gerade lassen können.
und nochmal ein paar. Nochmal hinten Schulterblätter zusammenziehen, die werden wahrscheinlich als erstes müde. Und nochmal 7. 5. Nochmal 3. 2. 1. Und gut, wir stehen wieder. Bringen wir die Hände an die Schulter und kreisen hier ein paar Mal in unserer Windmühle. Einmal ausholen, Ellenbogen richtig, als würden wir so malen, ganz große Kreise. Mal in die eine, mal in die andere Richtung. Nochmal richtig weit in der Brust. 5, 4, 3, 2, 1 und gut, perfekt. Wir stellen uns so hin, dass wir nach hinten etwas Platz haben. Machen ein paar Ausfallschritte. Hände gern mit an die Hüfte nehmen. Wir machen zurück und wieder nach vorne. Machen zurück und wieder nach vorne. Schauen wir hinten, dass wir das Knie immer fast so fast den Boden berühren. Aufpassen, dass wir es nicht aufschlagen. Und richtig beugen. Nochmal ein paar. Versuchen mit dem Fuß immer wieder genau dort zu landen, wo wir herkommen. Bleiben da ganz konzentriert. Und wieder 7. Und 5. 3. 2. 1. Und gut, perfekt. Wir neigen uns einmal halb nach vorne, wie zum Start. Und schwingen die Arme richtig aus. Nach vorne, nach hinten. Wirbelsäule wieder lang und gerade. Bauchnabel ein bisschen eingezogen. Und Kopf einfach in Verlängerung der Wirbelsäule halten. Nochmal. Ordentlich schwingen. Richtig weit. Und nochmal 7, 5, 3, 2, 1 und gut, perfekt, wieder nach oben kommen. Eine letzte, linkes Bein bleibt stehen, rechts gehen wir nach oben und versuchen das zu kreisen, in der Mitte nicht aufzustellen, sondern direkt wieder loszugehen und zu kreisen. Falls es nicht geht, wir wackeln, dann kurz den Zwischentipper machen. Ansonsten versuchen wir nur zu kreisen. Blick bleibt fokussiert. Oder natürlich wo halten, wenn ihr gerade die Kommode neben euch habt. Nochmal 5, 3, 2, 1 und gut. Rechts steht, andere Seite. Links hoch, wieder ausholen, wieder schauen. Platz ohne aufstellen. Nochmal den Po anspannen, gerade auch wenn wir hinten sind. Fünf, und drei, zwei, eins und stehen. Gut. Dann würde ich sagen, wir legen auch schon los und ja, werden dann sowieso wohl dann ganz warm. Genau. Und zwar erklären wir die Übungen wieder Stück für Stück. Für die meisten nehmen wir unsere Gewichte. Die erste ist ein Ausfallschritt zur Seite. Und zwar Mitte fängt an. Dann gehen wir den Schritt rüber. Gewichte halten wir am besten hier. Beugen immer das äußere Bein, gehen zur Mitte zurück. Machen einmal die Press hoch zur Decke. Gehen nach links tief. Mitte zurück. Press hoch zur Decke. Wer es schwerer haben will, versucht hier tief zu sein. Einmal raus zu hüpfen, kommt aufs Gewicht drauf an und geht wieder hier tief, bleibt hier tief, kommt hoch und geht zur anderen Seite. Dann würde ich sagen, wer noch was trinken mag, trinkt was. Und ansonsten machen wir uns startklein. 10 Sekunden.
für die erste. So. Und noch. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. In der Mitte fangen wir an. Einmal rüber, Mitte hoch, rüber, Mitte hoch oder Mitte tief, Jump und wieder Mitte und tief bleiben und hoch. Schauen, was taugt euch heute und wie viel Gewicht habt ihr in den Händen. Das Bein, den Po richtig runterlassen, wenn wir diesen Seitschritt machen. Brust bleibt trotzdem nach vorn. 3, 2, 1 und gut. Nummer 1 geschafft. Die Nummer 2 ist eigentlich ganz easy. Wir stehen nur richtig fest, Knie ein bisschen beugen und boxen. Die Glasflasche nicht fallen lassen, gut festhalten. Spannung richtig in die Arme bringen. In 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Einmal boxen, Knie leicht gebeugt, Körpermitte richtig fest und Gas geben. Ihr könnt ein bisschen spielen, welche Höhe sich interessant oder intensiv anfühlt von den Armen. Also einfach in die Schulter kommen, aber durchaus auch die Bauchspannung merken. Nochmal ein paar. Dranbleiben. 3, 2, 1. Gut. Pause. Nächste Übung. Nehmt ihr entweder ein schweres Gewicht oder beide Flaschen und kommen in eine Sumo-Kniebeuge. Das heißt, eine breite Kniebeuge. Ferse dreht richtig rein, Zehenspitze richtig auf und dann beugen wir und halten die Arme lange in der Mitte. Knie driften zu den Zehenspitzen im Idealfall nach außen und kommen von hier wieder hoch. Also runter und wieder hoch. Genau, dann legen wir los. In 3, 2, 1 und los geht's. Tief aufstehen, Po fest. Tief aufstehen, Po fest. Die Hüfte schiebt so ein bisschen nach vorne in diesem Stand. Und nochmal. Hier hat der Po keine andere Chance, als wirklich fest zu werden. Schauen wir, dass wir die Füße gut in den Boden drücken. Und dranbleiben. Zügig hoch. Noch 3, 2, 1 und stehen. Gut, wir bleiben, Beine wieder zusammen und gehen in unsere halbe Vorbeuge. So, Knie leicht gebeugt, Rücken lang gerade und wir öffnen und schließen, zielen hier auf den Bereich zwischen den Schulterblättern und so hintere Schulter ab, für alle, die viel vorgebeugt sind. Machen wir einen Start klar. 3, 2, 1 und los geht's. Öffnen und wieder schließen. Schauen, dass wir nicht nur mit Schwung arbeiten, sondern Ruhe. Auch wirklich dieses Hinten kurz wahrnehmen und dann wieder tief. Wenn ihr ein etwas zu leichtes Gewicht habt, haltet oben kurz. Und dann wieder runter. Und nochmal. Brust richtig raus, Schulterblätter wirklich zusammenziehen. Nochmal. 3, 2, 1 und gut. Wir stellen die Flaschen auf, brauchen wir für die nächste nicht. Und gehen in den Vierfüßerstand auf die Matte. Wir machen eine Übung nochmal ganz gezielt für die. Für den Po, darf auch Oberschenkelrückseite sein. Und sage immer auf die Unterarme. Strecken das rechte Bein nach hinten hoch und pulsieren einmal mit. Wir versuchen wirklich die Rückseite richtig schön aktiv zu halten, die ganze Zeit durch. Machen wir einen Start klar in 3, 2, 1 und los geht's. Nach oben, pulsieren, halten. Versuchen den Po nochmal ganz bewusst mit der Spannung auch anzuvisieren.
sind wirklich immer schön festhalten. Und noch. Darf ruhig die Körpermitte auch wieder mitarbeiten hier. Bauchnabel leicht nach innen. Nochmal 10. Nochmal oben bleiben. Nochmal 3, 2, 1 und runterlassen. Wir bleiben gerade unten. Setzt euch einfach hin und dann legt euch auf eine Seite. Das ist eigentlich eine ganz gechillte Übung, macht aber ein stabileres Schultergelenk. Die machen wir auch wirklich gezielt, jetzt erst die rechte Seite und dann die linke Seite. Und zwar nehmen wir ein Gewicht, legen uns runter, wirklich auf die Seite. Legen uns runter und wir öffnen und schließen den oberen Arm. Wir versuchen entgegen der Schwerkraft zu arbeiten. Das war's. Und es darf hier hinten ankommen. Machen wir einen Startler in 3, 2, 1 und los geht's. Hoch. Tief, hoch, tief. Machen wir sehr selten. Aber gerade wer auch so hier und da mal ein bisschen Schulterprobleme hat, dann kann es auch sein, einfach wir sind manchmal vielleicht zu einseitig. Und da kann es Sinn machen, hier speziell nochmal die Rotatoren ein bisschen zu trainieren. Und deswegen machen wir das heute mal. Nochmal dranbleiben. 3, 2, 1 und gut. Wir wechseln nur die Seite. Also einmal rüber und den anderen Arm gleich nehmen. In 3, 2, 1 und los geht's. Wieder öffnen und schließen. Schauen, dass wir die Spannung auch wirklich maximal halten, also nie ganz locker, sondern immer ein bisschen in dieser Spannung bleiben. Öffnen und zügig öffnen. So wirklich an der Rückseite ankommen. Nochmal, nochmal, nochmal. Es darf auch brennen. Ich merke das immer sehr schnell. Nochmal 3, 2, 1 und gut. Gerade kurz spicken. Für die nächste bleiben wir auch gerade unten und nehmen, je nachdem wie schwer oder leicht, mal das zweite Gewicht dazu. Wir legen uns auf den Rücken, halten die Gewichte gleich über der Brust und die Beine flattern hoch und tief. Wichtig wäre mir, dass wir darauf achten, ob der Bauch, also der Rücken liegen bleibt. Je nachdem, wo der liegen bleibt, so flach werden die Beine oder so weit oben bleiben die Beine. Machen wir einen Start klar in 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Die Gewichte nach oben, Bauch ist fest. Schauen, dass wir den Rücken an den Boden pressen. Ihr könnt natürlich auch schauen, ob der Kopf dazu ein bisschen abgehoben werden möchte oder nicht. Und was es für einen Unterschied ausmacht. Nochmal dranbleiben. Ganz feste Mitte, ganz feste Oberschenkel. Drei, zwei, eins und gut. Locker lassen. Nächste. Wir kommen nach oben einmal hoch. Ein Gewicht darf stehen bleiben, das andere nehmen wir. Und zwar machen wir den Swing. Haben wir letzte Woche auch in einem Workout gemacht. Füße so breiter wie die Hüfte. Und dann schwingen wir mit einem Arm heute, eine Runde, ein Arm. Wir machen einen Start, klar, 3, 2, 1 und los geht's. Schwingen und schwingen. Der andere Arm kontrolliert eher die lange gerade Wirbelsäule. Wir spannen den Po schnell an, schieben nach vorne. Und das Gewicht darf uns auch so ein bisschen, wenn wir es lassen, wirklich auch nach vorne ziehen. Wir halten es also nicht hier immer fest. Es darf in so eine Fliehkraft kommen. Und nochmal zügig. Nochmal dranbleiben. 3, 2, 1
Und gut, perfekt. Einmal stehen, beide Gewichte wieder in die Hand. Als nächstes halten wir einen Ausfallschritt. Rechtes Bein machen wir mal vorne, dann sind wir konform. Einmal in diesen Ausfallschritt herein. Rechtes Knie wieder hinter der Zehenspitze. Wir halten den. Und die Arme gehen hoch und runter. Ihr könnt die Arme vorne hier haben oder geöffnet hier haben. Beides okay. Machen wir einen Startline. 3, 2, 1 und los geht's. Wieder nach oben und unten, nach oben und unten. Beine bleiben fest, Körpermitte fest. Und nochmal. Nur die Arme aktiv, der Rest hält aktiv. Dranbleiben. Nochmal tiefer, wer mag. Nochmal ein bisschen, zügig hoch. 3, 2, 1 und gut, perfekt. Auflockern, stehen. So, das waren 10 Übungen. Das heißt, wir beginnen jetzt wieder von vorne. Wir beginnen wieder mit dem Ausfallschritt zur Seite, in die Mitte, hoch. Gut, machen wir kurz 10 Sekunden, falls noch jemand was trinken mag. Und dann jetzt geht's wieder los. Sonst schon mal startklar machen. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Eine Seite, Mitte hoch, eine Seite, Mitte hoch. Oder wenn ihr mögt, wieder einmal raus in der Mitte und wirklich kraftvoll und sanft in den Beinen bleiben. Noch mal ein paar. Nochmal durchziehen. 3, 2, 1 und gut. Nächste. Boxen, fest hinstehen. In 3, 2, 1, los geht's. Boxen, boxen, boxen. Wieder Power in die Arme. Die Flaschen gut halten. Und Mitte fest. Dranbleiben. Wieder schauen. Könnt auch höher oder auch tiefer. Nochmal. Augenblick noch. Nochmal durchziehen. Richtig fest. 3, 2, 1. Gut. Perfekt. Nächste Sumo. Breite Beine, Zehenspitzen aufdrehen, runter und hoch. 3, 2, 1. Los geht's. Tief hoch, tief hoch. Immer ein Po wieder anspannen. Falls jemand jedes Bedürfnis hat, die Arme hier zu aktivieren, der macht die Schulterpresse nach oben. Wer eher Beine macht, der macht einfach so wie ich die Kniebeuge für die Beine und den Po. Und nochmal. Zügig hoch. Dranbleiben. 3, 2, 1. Gut. Wir machen die Butterfly Reverse. Einmal hier öffnen und schließen. 3, 2, 1. Los geht's. Öffnen und öffnen. Gut die Rückseite fest. Gucken, dass wir den Nacken unten lassen, also eher nach hinten ein bisschen ziehen. Nach hinten und unten, anstatt in Richtung Kopf, lieber weg vom Kopf. Und nochmal. Dranbleiben. Augenblick noch. Immer nochmal hoch. 3, 2, 1 und gut. Gewichte abstellen, Vierfüßerstand einnehmen.
dort auf die Unterarme kommen, linkes Bein heben und los geht's. Nur pulsieren und nur an die linke Pobacke denken. Oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben. Nochmal richtig hart drauf konzentrieren. Immer an die Muskulatur, wenn ihr sie wisst, dann wirklich an diese Muskelgruppe denken. Dranbleiben. Nochmal 10. Gut heben. 3, 2, 1 und runterlassen. Wir legen uns auf eine Körperseite, ein Gewicht holen, machen dieses Öffnen am Boden. 3, 2, 1, los geht's. Öffnen und wieder schließen. Das Gewicht wieder schauen, dass es weg von der Schwerkraft nach oben öffnen. Und die Schulter hinten richtig aktivieren. Also beim Öffnen hier nochmal richtig in die Kraft gehen. Nochmal ein bisschen. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Auch wenn es dann irgendwann schwer wird, wir ziehen nochmal durch. Nochmal 3, 2, 1 und gut. Wir drehen uns auf die andere Seite. Einmal zügig rüber. 3, 2, 1 und los geht's. Wieder öffnen und nach unten schließen. Und auch hier immer wieder diesen Punkt hinten suchen. Dort möchten wir in den Muskel herein. Nochmal dranbleiben, dranbleiben. Zügiger öffnen, in Ruhe tief, zügiger öffnen, in Ruhe tief. Nochmal 3, 2, 1 und gut. Wir bleiben in der Rückenlage, suchen beide Gewichte, flattern gleich mit den Beinen. In 3, 2, 1 und los geht's. Wieder Beine flattern hoch, tief, Arme bleiben in der Luft. Falls es mit den Armen nicht so gut geht, lasst sie runter. Konzentriert euch auf die Beine, auf den Bauch. Wieder schauen, dass der Rücken abgelegt bleibt. Und nochmal ein paar. Anleben. Nochmal ein bisschen festhalten. 3, 2, 1 und gut. Wir kommen nach oben. Ein Gewicht bleibt in der Hand. Diesmal links. Und machen den Swing. 3, 2, 1, los geht's. Wieder nach vorne schwingen. Po schiebt nach hinten, schiebt nach vorn. Je nachdem, was ihr für Gewichte zur Verfügung habt, könnt ihr auch bei so einem Swing jederzeit auch mal zu was Schwererem greifen. Nochmal ein paar. Zügig vor. Zügig vor. Dranbleiben. Drei, zwei, eins und gut. Ausschwingen. Wir gehen in den Ausfallschritt, linkes Bein vorne, rechts hinten und gehen nur mit den Armen wieder hoch und tief. Und los geht's. Wieder hoch, hoch, hoch. Falls es also beide Seiten nicht mehr geht, macht eins und zwei und eins, zwei. Kein Problem. Und nochmal ein paar. Anbleiben, zügiger hoch als runter. Nochmal. Bisschen noch. 3, 2, 1. Gut, perfekt. Aufstellen. Wir machen
kurz ein paar Sekunden länger Pause, 20, 25 Sekunden, trinken kurz was, dann legen wir wieder von vorne los. Gut. Perfekt. Ich sag, falls ihr noch was anderes braucht, rennt kurz, dann geht das schon. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder an beide Gewichte. Machen wieder den Ausfallschritt zur Seite. In der Mitte die Presse nach oben. In 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Einmal runter, Mitte hoch. Einmal runter, Mitte hoch. Oder in der Mitte wieder den Jump. Wenn wir sanft bleiben. Und dann können wir das auch in der Wohnung machen, wenn unter uns noch jemand ist. Und nochmal. Nochmal jedes Mal hier Bein richtig gut beugen, tief. Richtig beugen, tief. Nochmal. 3, 2, 1 und gut. Stehen bleiben, leichte Hocke und Boxen. 3, 2, 1, los geht's. Power in die Arme. Wieder schauen, wo merkt das? Wo reicht's? Nochmal. Feste Mitte. Wenn ihr so ein bisschen mehr diagonal arbeitet, bekommt ihr noch mehr Bauchtraining. Wenn man zügig vorne, macht man viel mehr Schulter und Arme. Und nochmal. Drei, zwei, eins und stopp. Gut. Sumo Squat. Beine ein bisschen weiter auseinander. Knie etwa über der Ferse. Drei, zwei, eins und los geht's. Hoch und wieder runter. Wieder zügiger hoch, zügiger hoch und zügig. Wieder bewusst an die Muskelgruppen denken. Und nochmal. Dranbleiben. Wenn ihr das so merkt, dass die Knie anfangen so ein bisschen zu flattern, führt sie in Ruhe. In Ruhe. 3, 2, 1 und gut. Wir machen die Butterfly Reverse, halb vorgebeugt, öffnen und schließen. 3, 2, 1 und los geht's. Wieder richtig nach hinten ziehen, Brust richtig raus. Und nochmal. Zügig zurück, in Ruhe nach unten. Gegen den Widerstand zügig nach oben, in Ruhe widerstehen. Nochmal. Dranbleiben. Noch ein bisschen. Und nochmal. 3, 2, 1 und gut. Gewichte aufstellen, Vierfüßer. Unterarmstützeine oder Unterarme auf dem Boden. Rechtes Bein heben. Und los geht's. Pulsieren, wieder Popo-Arbeit, die kann jeder brauchen, also auch die Herren. Wir haben oft diesen verkümmerten Gefäßmuskel, weil wir halt viel sitzen. Deswegen nochmal einfach bewusst trainieren, tut dem Rücken genauso gut. Von daher gilt das für alle. Nochmal richtig nach oben. Drei, zwei, eins und runterlassen. Wir legen uns auf die Seite, ein Gewicht in die Hand, öffnen wieder. In drei, zwei, eins und los geht's. Öffnen, schließen, öffnen und schließen.
wieder auch hier gegen den Widerstand zügig, in Ruhe nach unten. Gegen den Widerstand zügig, in Ruhe nach unten. Nochmal. Den Arm unter Spannung halten. Und nochmal dranbleiben. Der Will bleibt ein bisschen oben und pulsiert dort. 3, 2, 1 und gut. Einmal Seite wechseln. Wieder drehen. In 3, 2, 1 und los geht's. Dasselbe Spiel. Und wer wieder sagt, gib mir ein bisschen mehr, bleibt wieder tendenziell eher ein bisschen oben. Der Arm liegt nicht wirklich auf. Er hängt in der Luft. Wir halten den. Und nochmal richtig aufdrehen. Ellenbogen bleibt eher auf der gleichen Linie. Wir arbeiten wirklich in einer Rotation im Aufdrehen. Nochmal ein bisschen. 3, 2, 1 und gut. Wir legen uns auf den Rücken, beide Gewichte in die Hand und wieder Beine flattern. 3, 2, 1 und los geht's. Wieder Rücken an den Boden tackern und dranbleiben. Hier einfach jeder wirklich in seinem Level machen. Ihr seht bei mir der Rücken, wenn ich jetzt weitergehe, dann hebt er hier ab. Wenn jetzt hier gibt es aber genügend Leute, ihr könnt auch ganz flach, ist überhaupt kein Problem. Daher einfach jeder in seinem Level. Dranbleiben. Nochmal Bauch nach unten in Richtung Boden. 3, 2, 1 und gut. Wir kommen nach oben. Ein Gewicht bleibt in der rechten Hand. Und gehen in den Swing über. Und los geht's. Einmal aufrichten und aufrichten. Wer so ein bisschen Probleme hat mit dem Swing, weil wir den noch nicht so oft geübt haben in letzter Zeit, geht an die Wand. Dort berührt der Po ganz leicht. Wieder vor und zurück ganz leicht. Und wieder vor. Sieht ein bisschen doof aus, macht aber die Bewegung besser begreiflich. Wir gehen nach hinten und nach vorne. Und nochmal. Ein bisschen noch. 3, 2, 1. Gut. Ausfallschritt. Rechtes Bein vorne, linkes hinten. Und Arme an die Seite. Und wieder loslegen. Nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Wieder schauen, ob wir 1, 2 machen oder 1, 1, 1. Nochmal. Wieder richtig greifen an den Gewichten. Trainieren wir die Handkraft ein bisschen mit. Bringen die Arme auch wirklich nochmal besser unter Spannung. Halten. Füße bleiben gut am Boden. 3, 2, 1 und gut. Runterlassen. Wieder 20, 25 Sekunden Pause. Dann beginnen wir wieder von vorne. Genau, kurz was trinken und weiter geht's. Gut. Dann sind wir alle wieder ready. Nehmen wir die beiden Gewichte wieder in die Hand. Machen wieder den Ausfallschritt von Seite zu Seite. Das habe ich jetzt verschüttet, mein Wasser. So. Also, in 3, 2, 1 und los geht's. Zur Seite, Mitte hoch, zur Seite, Mitte hoch. Oder Mitte hoch. Nochmal, nochmal. Gas geben. So
für die letzte Runde der 10 Übungen. Deswegen nochmal alles wirklich gut durchziehen. Drei, zwei, eins, gut. Boxen, einmal stehen bleiben. In. Drei, zwei, eins und los geht's. Power, 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 power. Wieder feste Arme und durchziehen. Dranbleiben. Festhalten. Und nochmal. Durchziehen. Ein bisschen noch. Gleich, gleich. Drei, zwei, eins. Gut. Wir machen Sumo. Beine breiter. Und wieder hoch und tief. Drei, zwei, eins. Und los geht's. Nach oben und unten. Und nochmal. Mit Power. Nochmal, nochmal. Zügig hoch. Gut. Durchziehen. Gleich geschafft. Drei, zwei, eins und gut. Wir machen den Butterfly. Ups. Einmal halb vorgebeugt. Öffnen. Drei, zwei, eins. Los geht's. Und wieder. Richtig öffnen. Hinten kurz bewusst anspannen. Und noch ein paar. Ganz bewusst. Dranbleiben. Hinten kontrolliert rauslassen, langsam sinken lassen. Drei, zwei, eins und gut. Gewichte aufstellen, Vierfüßer. Linkes Bein hebt man gleich hoch. In drei, zwei, eins und los geht's. Wieder pulsieren, Po-Arbeit. Und nochmal. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Nochmal ein bisschen höher. Das ganze Bein fest, gesamte Rückseite. Und nochmal. Drei, zwei, eins und gut. Seite. Einmal rüberrollen. Gewicht schnappen und Arme öffnen. Drei, zwei, eins und los geht's. Wieder öffnen und schließen in dieser Drehbewegung. Noch ein bisschen. Nochmal bewusst diese Spannung suchen. Dranbleiben. Drei, zwei, eins und gut. Seite wechseln. Einmal rüber. Rechte Seite, linker Arm und los geht's. Wieder öffnen, schließen, öffnen, schließen. Und nochmal. Zügig, zügig, zügig. Dranbleiben.
Lang ist es nicht mehr. Noch ein bisschen. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Nochmal. 3, 2, 1 und gut. Beide Gewichte in die Hand. Rückenlage. Und wieder flattern. In 3, 2, 1 und los geht's. Wieder ganz fest in die Mitte. Und mit den Beinen spielen. Wie flach können wir sie halten? Auch kleine Bewegungen oder große. Kleine erfordern ein bisschen mehr Spannung. Und nochmal. Fest bleiben. Nochmal, nochmal. Unter 10 Sekunden gleich geschafft. 3, 2, 1 und gut. Einmal hochkommen. Gewicht bleibt in der linken Hand. Dann machen wir wieder den Swing. 3, 2, 1 und los geht's. Wieder aufrichten. Hochzügig nach hinten und nach vorn schieben. Und nochmal. Dranbleiben. Durchziehen. Nochmal bitte. 3, 2, 1 und gut. Letzter Ausfallschritt. Linkes Bein vorne, rechts hinten. 3, 2, 1 und los geht's. Arme hoch, wieder im Wechsel oder beide gleichzeitig. Und nochmal. Nochmal, nochmal. Dranbleiben. Nochmal ein bisschen. Spannung bleibt. 3, 2, 1 und gut. Runterlassen. Perfekt. Ausschütteln. Gewichte aufstellen. Brauchen wir nicht mehr. Kurzen Schluck trinken. Ich gebe euch noch keinen High Five. Wir machen noch ein bisschen was. Nicht mehr viel, aber ein bisschen ja, statische Arbeit. Genau. Kurz was trinken. Ich stelle kurz was ein. Schupp. Wir machen noch ein bisschen statische Arbeit. Ihr kennt ja also Halteübungen wie die Planke, die machen wir. Seitstütz und dieses Boot, auf das ich letzte Woche mal ausgedrückt habe oder ausgewichen bin. Dieses hier. Das ist das Boot, wo man einfach nochmal die Schenkel und den Bauch und in so eine Klappbewegung zusammenziehen. Alle drei Übungen versuchen wir eine Minute zu halten. Dazwischen kommen wir einfach kurz hoch, lockern uns kurz auf, atmen kurz durch und dann versuchen wir wieder diese Minute zu halten. Während des Haltens sage ich euch natürlich auch immer Levels, sodass wir immer auch wechseln können. Okay, dann würde ich sagen, wir versuchen immer im Schwersten anzufangen und mit der Planke, mit der einfachsten dieser Halteübungen, die uns bekannt ist, zu starten. Wir kommen runter in die Planke. Unterarmstütz einnehmen, Knie halten wir mal weg vom Boden. Dann kommen die in 3, 2, 1 und los geht's. Eine Minute halten und wenn es nicht mehr geht, die Knie langsam runterlassen. Und für wen es zu leicht ist, mal das Bein rechts abheben, mal das Bein links abheben. Aber wirklich auch ein paar Sekunden oben bleiben. 20 Sekunden sind um.
halten, Oberschenkel bitte mit festmachen, Fersen ziehen hinten zurück, Bauch fest. Und nochmal bleiben, bleiben, bleiben. Durchziehen. Bauchnabel nochmal hochziehen. Noch 15. Gleich. Unter 10 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und runterlassen. Gut. Kommt kurz nach oben hoch. Einmal ein bisschen ins Gehen kommen. Einmal kurz durchlockern. Lockere Mitte, lockere Arme. Dann gehen wir dazwischen ins Boot. Brauchen wir unsere Arme weniger. Mal durchlockern. 10 Sekunden einfach auf der Stelle gehen. Gut, dann kommen wir langsam wieder runter. Setzen uns einmal hin. Und halten dann gleich die Beine entweder so oder so. In 3, 2, 1 und los geht's. Lang hier oder ganz lang. Und wenn es nicht mehr geht, dann die Hände in den Kniekehlen. Wir versuchen fest zu bleiben. Dort, wo es geht. Und immer wieder nochmal Brust raus. Bauch fest, Schenkel fest. Halten. 20 Sekunden sind um. Fest bleiben. Darf zittern, vielleicht zittert ihr mit mir mit. Noch mal ein bisschen. Wir haben noch 25. Schaffen wir. Dranbleiben, wenn es nicht mehr geht, hierher. Dranbleiben, noch 20. 15. Noch 10. Noch 5. 4. 3. 2. 1 und runterlassen. Gut. Einmal nach oben kommen, durchlockern. Schupp. Einmal auflockern. Ausschütteln. Und dann machen wir Seitstütz. Wir nehmen uns Zeit, einmal rechts, einmal links. Und entweder ihr kommt dann gleich auf das Handgelenk oder auf den Unterarm. Wir kommen langsam wieder runter. Machen uns startklar in 3, 2, 1 und los geht's. Entweder Unterarm oder Handgelenk. Hier werden wir fest und wenn das nicht mehr geht, Füße nebeneinander oder auch das untere Knie runter. Nochmal halten. 20 Sekunden sind um. Das wird sehr. Nein, 10 durch. Nochmal. Halbzeit. Geht doch immer schneller wie gedacht. Nochmal. Oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben. Noch 20. Gleich. 15. Gleich, 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 gleich. 10. Noch ein bisschen. Und 5, 4, 3, 2, 1 und fallen lassen. Einmal nach oben kurz und hoch und dupp nach oben kommen, durchlocker. Und dann gehen wir noch einmal runter. Hey. Gut. Wenn wir wieder locker sind, wieder ein bisschen Kraft haben an den Seiten, gehen wir zur anderen Seite runter. Mama und Startler, ihr geht auf die rechte. In 3. 2, 1 und los geht's. Zeit läuft. Einmal rein und wieder halten. Ganzen Unterarm in den Boden drücken und immer wieder die Hüfte hoch. Nochmal bleiben. Halten, halten, halten. 20 Sekunden. Durchziehen. Wenn wir können, versuchen wir wirklich die ganze Mitte inklusive Po und alles festzuhalten, wenn es geht. Nochmal. 25.
Noch 20. Habe ich geschafft. Noch 15. Nochmal. 10. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben bis zum bitteren Ende hier. Nochmal. 5, 4, 3, 2, 1 und fallen lassen. Gut, diesmal endgültig. Wir kommen nach oben, lockern uns durch und machen Cooldown. Gut. Einmal auflockern. Gut. Sehr schön. Das ist die Stelle für den High Five. Einmal durch die Linse. Schulterklopfer. Gut, sind wir. Perfekt. Dann machen wir Cooldown. Beine einfach wieder aufstellen. Ein bisschen breiter als die Hüfte. Und wir ziehen uns einfach lang und lang und lang. Machen wir das, was wir gerade angespannt haben, einmal richtig lang von Seite zu Seite. Nochmal ganz lang ziehen. 3, nochmal 2, nochmal 1 und langsam wieder runterlassen. Wir bleiben so gut stehen, Ellenbogen an die Seite und drehen uns ein bisschen. Die Ellenbogen bleiben hoch, bleiben leicht oder Arme bleiben leicht unter Spannung. Wir versuchen wirklich die gesamte Mitte zu drehen. Nochmal 3, nochmal 2, nochmal 1 und langsam wieder lockern. Gut, wir gehen, nehmt euch nach vorne etwas Platz, mit den Händen in die Liegestützposition nach vorne, landen dort und schieben den Po nach oben. Vom Yoga kennt ihr das als herabschauenden Hund, dort gehen wir hin. Halten hier und bewegen die Beine. Einmal beugen und strecken. Die Arme sind lang. Dann wirklich die Beinrückseiten versuchen zu dehnen. Nochmal ein bisschen halten. Gehen. Nochmal 3, 2, 1. Und gut, perfekt. Wir lassen die Knie einfach runter, so wie wir sind. Hände unter die Schultern zurückholen. Drehen den rechten Arm ganz weit auf und fädeln ihn unten links durch. Das heißt, wir kommen mit dem Kopf auf der rechten Seite und auf der rechten Schulter auf. Der linke Arm, der steht und hält uns mit. Augenblick halten. Langsam wieder zurückkommen zur Mitte, Hand einfach aufstellen. Dann gehen wir links nach außen und oben, gehen nach rechts unten durch, landen wieder auf der Schulter, auf dem Kopf. Nochmal halten. Und dann langsam wieder zurückkehren. Hand wieder in die Mitte, von hier aus wieder in die Liegestütze zurück. Und dann können wir mit den Füßen nach vorne kommen zu den Händen. So einmal ausgedrückt in so eine Vorbeuge reinkommen. Hängen lassen, einfach durchatmen. Auch gern mal mit dem Kopf ein bisschen Ja sagen. Und ein bisschen Nein sagen. Und die Schultern nochmal lockern, ausschütteln. Und dann rollen wir uns langsam nach oben auf, von unten nach oben. Einmal wieder stehen. Wir bleiben nochmal stehen, suchen uns einen Fokuspunkt aus, linkes Bein bleibt stehen, rechtes Knie einmal vorne hochholen und in die Balance reinfinden. Mal kurz halten, die Brust weit machen und bei wem es jetzt gerade ganz super klappt, einfach das Knie nochmal ein bisschen dichter an den Bauch anziehen. Nochmal 3, 2,
1 und wieder runterlassen, Seite wechseln. Linkes Knie einmal hochziehen, auch hier, je nachdem, wie gut das gleich klappt, das Knie vor den Bauch ziehen, nochmal anziehen. Nochmal 3, 2, 1 und langsam wieder runterlassen. Perfekt. Durchlockern, Schultern nochmal ein bisschen, am besten zurück anstatt vor. Nochmal aufmachen in der Brust. Und dann einmal durchschütteln. Perfekt. So, ich sehe euch gar nicht. Ich möchte euch natürlich jetzt in den Abend lassen. Wünsche euch einen wunderschönen Abend und vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Mitmachen, fürs mit mir schwitzen und dann hoffentlich bis ganz, ganz bald. Passt auf euch auf und ciao, ciao. Gut.